das glaube ich, das hier sind 1000 Meter. Das sind 1000 Meter hier. Ich war auf Kreta 2000 Meter, 2500 Meter. Aber die Berge, die waren anders. Und so wie du schon sagst, das ist hier schön grün. Und dort war es halt Stein. Stein. Ja, du hast besucht. Ah, jetzt ist übrigens die Frage. Ja. Das ist Albanien. Ja? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist Albanien. Das sind die Berge, die wir sehen. Das auf der anderen Seite, das ist Albanien. Ja? Und dann habe ich bei YouTube gesehen, muss man irgendwo Italien bei klarer Sicht sehen. Wir haben ja, wir haben ja klare Sicht. Ja, deswegen machen wir gleich Google Maps auf. Aber was sollten wir von Italien sehen? Den Stiefel. Muss man auf Maps gucken. Ja, ja klar, den Stiefel. Den Stiefel, den Stiefel, ne? Den Abwärts mal. So, weiter geht's. 8 Kilometer haben wir noch bis zum Ziel. Das ist ein richtig geiles Fahrzeug. Also ich vermisse das Motorrad auch gar nicht, weil so können wir entspannt mit meiner Frau zusammenfahren. Haben hinten einen großen Koffer, hier heute ein USB-Kabel dabei. Akku lädt, also wirklich eine gute Aufhängung. Macht auch auf unbefestigten Straßen, ne? Man merkt kaum was, also geiles Fahrzeug. C-Force 520L. Los geht's. Was für eine geile Aussicht. Durch die Brille habe ich das jetzt gar nicht so gesehen. Wow. Wow. Die Straße da unten, die ist sehr schön, die durch den Berg geht. Jaco, ich bin hier. Guck mal. Die Straße, die da durchgeht. Das ist eine mega geile Strecke. Da müssen wir irgendwie hin. Ich denke mal, das wird die Straße sein, wo wir umgedreht haben, wenn man die weiterfährt. Da müssen wir hin, Alter. Das ist perfekt. Da können wir auch dann zum Meer, weißt du? Guck mal, wir können da runter und diese... Schlüssel kurz.
diese S-Dinger da und da ist schon das Meer. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich denke, das ist die Straße. Oder wir fahren mit dem Quad einfach hier runter. Mich würde mal interessieren, ob man hier Drohne fliegen darf. Weil ich bin hier umgeben von Antennen, oder wir sind hier umgeben von Antennen. Nicht, dass da ein Störsender dabei ist oder so. Ich sehe auch keine Schilder jetzt, weil bei manchen Objekten hat man dann halt solche Schilder, dass man nicht fliegen darf. Hier sehe ich keine. Also, Leute, zieht euch das mal rein. Wir sitzen hier auf so einer Bank mit so einer Aussicht. Wie hoch hat man das bitte? Einmalig. Einmalig. Und das Gute ist, dass jetzt halt Mai ist. Das ist auch so eine Radaranlage. Das wäre dann die andere Seite. Also wie gesagt, das ist Albanien. Das war mir aber auch davor schon klar, weil wir die ganze Zeit diese Berge vor unserem Hotel im Hintergrund haben. Von einer anderen Perspektive. Und wenn wir jetzt einfach auf die andere Seite gehen, dann kann man da eventuell Italien sehen. Ja, man sieht das jetzt natürlich nicht im Handy, aber jetzt, das ist jetzt die Sicht auf Italien. Und mit dem Auge kann man ganz weit im Horizont, da kann man auch Land erkennen. Und das ist Italien, Lecce, Brindisien. Und dort waren wir letztes Jahr im Urlaub. Wir sind praktisch parallel. Und jetzt fahren wir weiter zum Strand. Ah. Guck mal. Die Katze. Die fängt den Schmetterling. Guck mal. Etwas, was sie nicht kriegen können. Ja. Passt. So, weiter geht's. Jetzt gucken wir uns eine verlassene Siedlung an. Schauen vielleicht, ne?